Alter, ist die Krähe da frech. Ja, Mädel zusammen, ihr lieben Kasper und Mullen, und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingskritiker im schwarzen Federkleid. Ihr seid hier gelandet bei der Schanzenkrähe. Oder ist sie vielleicht gerade bei euch gelandet? Zwinker? Ja, meine Lieben, mein letztes Video ist ja doch eingeschlagen, ich sag mal, wie eine Bombe. Also, was da an den Zahlen steht, das gefällt mir schon eher. Ich glaube, der Algorithmus, der hat sich so langsam wieder. Vielen Dank an euch. Natürlich auch ohne euch wäre das Ganze auch überhaupt nicht möglich gewesen, ne? Also vielen Dank, dass ihr hier so schön Radau macht. Natürlich, ich sag mal so, die Botschaft bleibt trotzdem die gleiche, ne? Schön Radau machen bei mir, bei den Kollegen. Ne? Macht das einfach, das freut uns sehr. Schreibt gerne nette Kommentare. Freue ich mich besonders drüber. Da freuen sich auch die anderen Kollegen, die freuen sich da auch ganz toll drüber. Bewertet das Video gerne, ne? Ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt, ne? Kann ja immer mal passieren, ne? Aber das geht jetzt gerade in eine Richtung. Ich schweife ab, ich merke das schon. Und zwar, wir wollen heute eigentlich was anderes machen. Und zwar, wir wollen uns heute mal ein schönes Classic angucken aus dem Jahr 2016. Das habe ich auf dem YouTube-Kanal von der Drachenchronik gefunden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der Gute, der hat mir noch ein bisschen wenig Abonnenten. Deswegen. Ne? Schaut da ganz gerne mal vorbei. Der lädt sehr viel Zeug hoch, sehr viel altes Zeug. Das aktuelle, glaube ich, eher weniger, aber das alte auf jeden Fall. Da ist sehr viel an Classic Matt vorhanden. Und wir gucken uns heute das Video an. Euchhörnchen auf YouTube. Ich habe nur mal kurz reingeguckt und Rainer läuft mal wieder durch den Wald. Ich freue mich schon riesig drauf, ne? Reden wir nicht lange weiter, sondern gehen erstmal rein ins Video, Feuer frei. So, Leute, Metal, Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Ja, Metal Reini, also er scheint ja diesmal ein Weitwinkelobjektiv zu benutzen und er filmt sich wieder von unten. Bei seiner Figur ist das ja nicht gerade die beste Wahl, aber könnt ihr erkennen, wo wir uns hier befinden? Wir befinden uns an der Parkbank, wo Iblabli ihm das Grillen angeboten hat und Rainer ihm entgegengehauen hat, verpiss dich aus meinem Land, Alter. Ja, was gibt's zu sagen? Zum einen wollte ich mal über die Situation auf YouTube sprechen. Das ist schön, Rainer. Wann tust du das denn mal nicht? Zum anderen geht es darum, dass jetzt lange kein Video mehr kam. Rainer, das juckt keinen. Ganz ehrlich, du hättest auch gar kein Video mehr machen müssen. Und ja, viele fragen sich, wie es jetzt weitergeht. Ich habe auf Twitter einen Tweet gesetzt mit einer Abstimmung, in der ich fragte, wie es mit euch aussieht. Soll ich weitermachen? Soll ich nicht weitermachen? Oder ihr habt keine Ahnung und ich soll selber entscheiden. Und dazu muss man mal sagen, ich fand es interessant, dass gleich mal 1000 Leute abgestimmt haben mit Ja, ich soll aufhören und viele dann noch gleichzeitig zusätzlich damit abgestimmt haben. Und dann hinterher immer Kommentare und was weiß ich drunter geschrieben haben, ja, geil, hört endlich auf, hört endlich auf. Wie dumm kann man sein? Das frage ich mich eigentlich, seit ich die Hater kenne. Wie dumm kann man sein? Ich verstehe es nämlich eigentlich nicht, weil. Ich verstehe gerade auch nicht, was du hier von mir willst, Reini. Also du sagst mir erst, du machst eine Abstimmung, ob du weitermachen sollst oder nicht. Dann liest du da in den Kommentaren, ja, er hört endlich auf und da hättest du dir doch die Abstimmung schenken können. Ich meine, es war doch vorauszusehen, dass so etwas passiert. Ich meine, das kann ich dir auch jetzt sagen. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ich weiß das jetzt nur aus deiner Erzählweise, ne? Und wir wissen alle, wie hoch sein Wahrheitsgehalt ist. Aber dass genau das passiert, das hätte ich ihm auch vorher sagen können. Ihr müsst ja doch langsam begriffen haben, dass ich nicht aufhöre. Und dazu kommt, dass viele Hater meinen, ja, du hörst jetzt auf wegen den Hatern. Ich hätte noch nie wegen den Hatern aufgehört. Das war nie ein Grund und nie wird nie ein Grund sein. Nee, der Grund. Der Grund, warum du dich zumindest von YouTube zurückziehen musst, ist, ja, dass du gegen geltende Regeln verstößt, Reini. Da haben die Hater zwar nicht viel mit zu tun, aber haben bestimmt auch ihren Teil dazu beigetragen. Diese Meldung von deinem Video, weswegen du dann halt den Strike auf dem Hauptkanal hattest, den wirst du ja nicht ohne Grund bekommen haben und auch nicht von irgendjemandem einfach mal so, ne? Deswegen, also ich denke mal schon, da wird der ein oder andere Hater seine Finger mit im Spiel gehabt haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwas ist,
Ja, dass das jetzt so großerhand von uns jetzt ausging. Der Grund, warum ich aufhören will zu streamen oder überlege aufzuhören oder überlegt habe aufzuhören, ist eigentlich die Aussage, die dahinter steht in Bezug auf diese ganze Scheiße auf YouTube zurzeit. Es ist bestimmt sehr, sehr schon aufgefallen, es ist ein bisschen windig. Reini, definiere bitte Scheiße auf YouTube. Ich kann mir darunter tatsächlich nichts vorstellen. Auch bei dir nicht. Weil du verwendest gerne leere Worthülsen. Die haben dann aber keinen Inhalt. Zum Beispiel Scheiße auf YouTube oder ich mach mein Zeug oder die bauen die Scheiße. Das sind alles so Phrasen, die haut er raus, wenn er nichts weiter zu sagen hat, beziehungsweise wenn er nicht weiß, was er sagen soll, weil die Realität einfach jetzt nicht so ist, dass man sich darüber, ich sag mal, aufregen müsste. Das sagt Reiner ja nur, wenn er sich zum Beispiel über die Hater aufregen will. Dann sagt er ja, die bauen hier Scheiße, sagt aber nicht was. Man kann auf YouTube leider zurzeit nicht mehr unbedingt das machen, was man möchte. Zumindest nicht, wenn man damit Geld verdienen möchte. Das ist eine Aussage, die nicht mal unbedingt ich getroffen habe, sondern die der gute Herr oder Mr. Trashpack getroffen hat. Er hat es ein bisschen blöd formuliert, deswegen möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen. Deswegen erwähne ich ihn auch kurz. Ich glaube, seine korrekte Aussage war, man kann YouTube nicht mehr zum Spaß anfangen, sondern nur noch das machen, was die Leute wollen. Naja, also ich sag mal so, ich mache ja auch das hier, was mir Spaß macht. Es geht schon noch irgendwie. Die Frage ist halt nur, wenn man jetzt Geld verdienen möchte mit YouTube, also das richtig kommerziell macht, richtig darauf aus ist, viele Klicks zu machen und halt YouTube als seinen Hauptberuf anzusehen. Natürlich muss man dann halt das machen, was die Zuschauer sehen wollen, weil wenn man nicht macht, was die sehen wollen, dann schalten die auch nicht ein, aber man kann es trotzdem noch als Hobby machen. Ich mach's ja auch nur als Hobby, es ist ja auch nur, ich sag mal, dummer Zeitvertreib von mir. Da hat er natürlich in erster Linie die Leute gemeint, die damit Geld verdienen und Geld verdienen wollen. Es ist ja, Reini, das ist richtig. Es ist aber richtig, dass man auf YouTube, wenn man Geld verdienen will mit YouTube, kann man nur noch das machen, was die ganzen Leute eigentlich wollen, was die Leute sehen wollen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass YouTube jetzt zu einer Plattform wird, die RTL eigentlich fast schon identisch ist. YouTuber? Was war das denn gerade? Was war das denn gerade für ein Schnitt? Er sitzt auf der Bank und jetzt geht er auf einmal. Und der Ton wird auch wieder richtig kacke, Reini. Was hast du dir denn dabei gedacht? Aber führ das doch bitte noch ein bisschen weiter aus. Wie kommst du auf die Idee, dass YouTube wie RTL wird? Die damit ihr Geld verdienen, machen Videos, die Leute sehen wollen. Unge oder Alblal, ich weiß nicht genau, wer von beiden es war, hat es so ausgedrückt. Ich muss dazu sagen, ich gebe recht. YouTube war schon immer RTL. Nicht, weil das die Großen gesagt haben, sondern weil ich das auch so sehe. Ja, Reiner, warum siehst du das denn auch so? Du setzt hier schon wieder irgendeine Phrase ins Internet, die du mal gehört hast von einem großen YouTuber, wie du sie nennst. Aber du hast dir keine Gedanken darüber gemacht, warum die das vielleicht sagen oder wie die auf diesen Schluss kommen. Du quatschst das einfach nur dumm nach. YouTube war und wird immer RTL sein. Das liegt aber nicht daran, dass YouTube scheiße ist, sondern dass YouTuber das machen, was ihr, die Zuschauer, sehen wollt. Ihr regt euch darüber auf, dass zu viel RTL-Scheiße läuft. Hört auf, diese Sachen zu schauen. Das ist das Einfachste. Das ist das, was ich seit Jahren auf meinem Kanal predige. Wenn euch meine Sachen nicht gefallen, schaut sie doch nicht an. Denn dadurch unterstützt ihr mich. Sei es ein positiver oder ein negativer Like. Nee, Reiner, ich schau deine Sachen halt nicht bei dir. Ich schau sie halt woanders, ne? Aber deswegen halt auch keine Klicks dem Drachen. Man kann sich das ja trotzdem angucken. Man muss es ja nicht mögen. Ich verstehe dieses Argument einfach nicht. Soll ich vorher wissen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt? Wenn ich nicht weiß, ob mir ein Video gefällt, klicke ich es doch trotzdem erstmal an. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann habe ich es ja angeklickt. Dann ist der Klick ja da. Ich habe mehr negative Likes als positive. Immer schon gehabt. Ja, Reini, das ist ganz schön schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Da würde ich mir mal Gedanken machen an deiner Stelle, wie du da, ja, wie du das verändern kannst, wie du da intervenieren kannst. Weil ich aktiv mache und das liegt einfach nur daran, dass ich wirklich verflucht viele Hater habe. Aber
oder halt Neider, Leute, die mir nichts gönnen, wie ihr auch immer ihr es ausdrücken wollt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Reini, deine Situation jetzt, ne? Dass du mehr oder weniger obdachlos bist, ne? Das gönne ich dir. Weil das hast du auch verdient. Das hast du dir wirklich proaktiv verdient. Und deswegen gönne ich es dir. Ist ja völlig irrelevant. Jemand, der ein Dislike gibt, ist ja nicht gleich ein Hater. Eine Sache, die jedem klar sein sollte, der YouTube-Videos konsumiert. Reini, diese Ansicht, die wird sich bei dir noch stark ändern. Jetzt sagt er, wer ein Dislike gibt, ist nicht gleich ein Hater. Es wird später nochmal heißen, wer bei Reiner keine 5-Euro-Mitgliedschaft abschließt, der ist ein Hater. Oder schaut, dass nicht die Streamer scheiße sind, denn die Streamer machen nur das, was sie für ihren Lebensunterhalt benötigen. Mit anderen Worten, ihr seid dafür verantwortlich, was auf YouTube läuft. Und es war nie anders. Das hat, glaube ich, auch LeFloid sogar gesagt. Ihr seid die Konsumenten. Ihr seid diejenigen, die YouTuber überhaupt erst in die Lage versetzen, damit ihr Geld zu verdienen. Und wenn ihr plötzlich Sachen schaut, wie dieses ganze rote Kreise, Pfeile, das wird geklickt. Das ist das Problem daran. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich mache das selber. Ich schaue teilweise selber Sachen an. Einfach, weil es heraussticht. Ja genau, Reini, dann hast du ja schon erkannt, warum Leute so etwas machen, weil es ins Auge sticht. Und da fallen natürlich auch, ich sag mal, viele drauf rein, in Anführungszeichen. Es klicken dann halt mehr Leute an. Ich meine, das Wort Clickbait, das gibt's ja nicht umsonst. Das ist ja auch so durch diese YouTube- und Social-Media-Sache entstanden. Reini, du bist einfach nur neidisch, weil du das selber nämlich mal versucht hast, dass es bei dir nicht funktioniert hat. Diese Sache mit den Kreisen, also den roten Kreisen und den Pfeilen, das ist eine Sache, die immer schon da war. Die Außenseiter haben das schon seit Jahren gemacht. Hat kein Schwein interessiert. Jetzt auf einmal, wo alle sagen, Clickbanning oder so, irgendwie so heißt das, hat einen ganz komischen Namen. Ja, Reiner, Clickbait. Du bist der professionelle YouTuber von uns beiden. Also zu diesem Zeitpunkt noch, ne? Jetzt ist er ja professioneller, ne? Straßenbettler. Reiner, du bist der professionelle Influencer von uns beiden. Und du weißt nicht, wie das heißt? Seit das die Leute machen und seit die da angefangen haben, ein paar Leute zu haten, wird es immer weiter gemacht. Es ist voll dämlich eigentlich. Ja, Reiner, weil es Aufmerksamkeit gibt. Und Aufmerksamkeit heißt auf YouTube Kohlen. Wenn man bedenkt, dass es eigentlich das ist, was ihr anschaut. Letztlich seid ihr die Konsumenten, also die Zuschauer, diejenigen, die bestimmen, was auf YouTube läuft. Also, anstatt euch zu beschweren, ja, und ich laufe hier gerade direkt durch den Wald. Offroad Lord. Ne, damals ist er noch durch den Wald gelaufen. Also, anstatt euch zu beschweren, solltet ihr vielleicht einmal anfangen, mit dem Kopf zu denken und nicht mit den Fingern. Ja, Reiner, dann mach's mir bitte mal vor. Ich will sehen, wie du mit dem Kopf denkst. Warum mit den Fingern? Bei einem Kerl, der nur an Sex denkt, sagt man, dass er mit dem Schwanz denkt. Ich sag die Leute auf YouTube... Oh, Reiner, ernsthaft jetzt? Der schafft es wirklich, überall eine sexuelle Anspielung reinzubringen. Reini, ich war tatsächlich sehr gut gelaunt und hatte richtig Bock, jetzt ein Video zu machen. Aber diese Aussage hat's wieder gekillt. Ganz ehrlich. Reiner, du machst mir meine gute Laune kaputt. Hör auf. Die Kommentare schreiben und sich dauernd beschweren und rummeckern. Hilfe. Sich dauernd beschweren und rummeckern sind diejenigen, die mit den Händen denken, weil sie mit den Kommentaren die Kommentare mit den Händen schreiben, nicht mit dem Kopf. Das ist genau das Problem, das wir haben auf YouTube. Hört sich dieser Typ eigentlich selber zu? Wenn ich einen Kommentar schreibe, dann denke ich mir doch auch vorher aus, was ich da schreibe. Das machen doch nicht meine Finger. Vielleicht macht's Reiner so, dass er Kommentare halt so auf gut Glück losschreibt. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass der, ich sag mal, Orthonormal-Nutzer von YouTube auf gut Glück Kommentare schreibt. Der denkt sich doch auch etwas dabei. Ich hab jetzt in der Woche Pause gemacht. Da hast du ja schon mal länger Pause gemacht als deine angebliche Pause, ne, Anfang des Jahres. Im Vlog-Kanal kam länger nichts, glaube ich. Es kommt demnächst noch ein Hashtag Frag Drache. Ich werde
Das aber nicht außen machen, weil ich mit dem Handy momentan kein Internet habe und deswegen nicht nachschauen kann, weil ich bald einen neuen habe. Ich hole mir keinen neuen Vertrag, außer irgendein Anbieter sagt, hier, leider ist die Konkurrenz auf YouTube mittlerweile so groß. Oder besser. Was war das denn gerade für ein Themawechsel? Er sagt, er holt sich einen neuen Vertrag, aber hä? Und dann wechselt er zur Konkurrenz auf YouTube. Verstehe ich nicht. Also, versteht ihr das? Die Streamer auf YouTube, die Videomacher, ich weiß nicht mehr, wie ich das sagen soll. Content Creator, Reini. Im Livestream ist es immer recht einfach, das Ganze zu erklären. Auf YouTube bekommt ihr die Videos und die Sachen, die euch gefallen. Aber eben auch die euch nicht gefallen. Der Trick darin besteht, dass man nicht das schaut, was einem nicht gefällt. Und ich persönlich, das habe ich schon immer gesagt, halte es für Zeitverschwendung, Sachen zu schauen, die einem nicht gefallen. Ja, Reini, aber ich wiederhole mich jetzt schon wieder. Woher soll ich im Vorfeld wissen, ob mir ein Video gefällt? Wenn mir ein Video nicht gefällt und ich habe da drauf geklickt, dann sagt der Algorithmus ja auch, ja, dem schlage ich jetzt mehr von dem Zeug vor. Obwohl mir das ja gar nicht gefällt, obwohl ich das ja an sich nicht wollte, wenn man es so argumentiert wie du. Ich weiß doch nicht im Vorfeld, was ich mag und was nicht. Gut, bei dir, da wissen wir es, wir mögen es alle nicht, aber bei dir, das ist auch wieder sowas anderes. Du bist ja wirklich so eine real gewordene Truman-Show. Schau dir zum Beispiel mal ein 20-minütiges Video an über Let's Plays, über ein Videospiel, das euch nicht gefällt. Und von einem Streamer oder einem Videomacher, wie auch immer. Wenn mir das Spiel nicht gefällt, dann schaue ich da keine 5 Minuten zu. Bin ich ganz ehrlich, da kann mir der YouTuber so sympathisch sein, wie er will, aber wenn mir das Spiel nicht gefällt, schaue ich da nicht mal 5 Minuten. Der euch nicht gefällt. Dann habt ihr 20 Minuten eures Lebens verschwendet, indem ihr zum Beispiel was zu essen kochen konntet. In der ihr schon mal bei manchen Filmen die Hälfte des Films sehen konntet, der euch gefällt. Oder eben einfach die 20 Minuten, halbe Stunde von einem anderen Streamer, der euch gefällt. Was kommt denn jetzt hier? Und Leute, bedenkt. Manche Männer brauchen nicht mal zwei. Nee, das lese ich nicht vor. Deswegen verstehe ich nicht ganz. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum ihr Sachen guckt, die euch nicht gefallen. Ich zum Beispiel. Es gibt Sachen von. Ja, Reini, dich guckt ja keiner. Bei dir schaut sich das ja keiner an. Das machen wir ja alle auf Re-Up-Kanälen. Gronkh zum Beispiel. Gronkh ist geil. Ich schaue total gerne Gronkh. Aber es gibt einfach manchmal Projekte oder Sachen, die mir nicht gefallen. Und dann schaue ich diese Parts nicht an. Oder das Projekt nicht an. Zum Beispiel The Witcher. Viele sind total begeistert von dem Spiel The Witcher. Gronkh hat es Let's Played. Mir hat es. Ich habe da, muss ich sagen, nicht mehr reingeschaut, weil mir das ganze Let's Play gar nicht erst interessiert. Mich interessiert dieses ganze Spiel nicht. Ja, Reini. Du bist ganz schön voreingenommen. Schau's dir doch zumindest erstmal an. Weil ganz Reini geht jetzt wieder so ran, ja, das Spiel, ne, ich mag das nicht. Ich hab's noch nie gesehen, ich hab's noch nie gespielt. Deswegen mag ich's nicht und schau ich's mir nicht an. Reini, schau es dir doch einfach mal an, vielleicht gefällt es dir ja. Das hatte ich auch schon bei dem ein oder anderen Spiel, dass ich zuerst gesagt habe, ja, das ist kacke. Aber dann habe ich mich mal damit befasst, hab vielleicht mal ein Let's Play gesehen. Hab's mir vielleicht auch mal dann selber geholt oder so, weil es im Sale war oder so. Und ich mir dachte, ja komm, let's give it a try, ne? Und dann habe ich das Spiel geliebt. Das hatte ich auch schon. Warum machst du das denn nicht, Reiner? Du stellst dich doch immer so als der aufgeschlossene, ja, Empathielord, der weltbewanderte, ach, keine Ahnung. Ich red mich hier um Kopf und Kragen. Wie ihr wisst, was ich meine. So stellst du dich doch immer hin. Scheint ja nicht ganz zu stimmen. Und deswegen habe ich dieses Spiel auch nicht angeschaut. Und genauso sollte man es machen. Gronkh ist einer der wenig letzten Richtigen, der halt noch immer genau das macht, worauf er Bock hat. Der macht zum Beispiel, der hat 4 Millionen plus Abos. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen wegen dem Wind. Der hat über 4 Millionen Abos. Und hat einfach mal schlicht und ergreifend in seinem Let's Play von, von Minecraft Life in the Woods zum Beispiel kaum Klicks. Der hat, was hat er denn da? 30.000, 40.000 Klicks teilweise pro Video?
Ja, Reini, das ist eine ganze Ecke mehr als du hast, ne? Und das ist bei Gronkh schon ein schlecht geklicktes Video. Für Videos, die über eine Woche online sind. Leute, das ist die Hälfte. Also ich habe die Hälfte der Klicks für ein Video, das 2 Tage online ist. Und das will was heißen bei jemandem, der über 4 Millionen hat. Aber Minecraft Leben oder Minecraft Live in the Woods, besser gesagt, Minecraft Leben, was laber ich da? Minecraft Live in the Woods ist halt ein Spiel, das hat nicht jedem gefällt. Oder einfach wieder Minecraft, was halt keiner mehr sehen will. Aber trotzdem macht er das und ich finde es das cool, dass er es durchzieht. Der hat ja schon fast, ich glaube heute habe ich geschaut, er hat heute 90 Folgen. Also wir haben heute Samstag, der hat heute die 90. Folge rausgehauen. Und er macht einfach weiter, weil er Spaß dran hat. Und genauso soll der Let's Play laufen. Reini, die Leute schauen sich Gronkh an, auch wenn er manchmal Spiele spielt, die vielleicht nicht was für jeden sind. Die schauen sich den an, weil er einfach fucking sympathisch ist. Im Gegensatz zu dir. Genauso soll ein Video laufen und genauso soll das Zeug laufen. Ein YouTuber sollte das machen, worauf er Bock hat. Und wenn einer das nicht schauen will oder wenn es einem nicht gefällt, dann soll er es einfach nicht gucken. Das ist die einfachste Lösung, die ihr habt. Jetzt kommt er hier schon wieder mit Text. Ach Gott. Ja, ich wiederhole mich, aber ihr macht das ja auch. Ihr wiederholt die Fehler immer wieder und ihr schaut mich immerhin immer noch, obwohl ich euch nicht passe, oder? Ich verstehe den Satz, was er damit aussagen will, aber wie er es geschrieben hat, da reden wir nicht drüber. Und huch, was war das denn gerade? Hat er wohl noch was eingeblendet? Kriegen wir das nochmal hin? Ich hoffe. So, hab's gefunden. Ja, meine Rechtschreibung ist scheiße, ich weiß. Wow. Reini, Applaus, Applaus, du hast es verstanden. Und ich garantiere euch, ich würde 1000 Euro darauf wetten, wenn alle das so machen, dass sie nur noch das schauen, was sie wirklich wollen und das nicht dieses ganze RTL-Gedöns ist, dann garantiere ich euch 1000 Euro darauf, dass ihr definitiv merken werdet, dass die Videos anders werden. Weil Reini, die 1000 Euro will ich von dir erst sehen, bevor ich diese Wette mit dir eingehe. Weil die Videos nur das sind, was eben geschaut wird. Ich zum Beispiel halte mich jetzt da nicht dran, aber ich wachse auch nicht so schnell. Schau dich mein Tanzverbot an. Tanzverbot, das ist nicht böse gemeint, ja? Falls du das Video hier siehst. Es ist nicht böse gemeint, aber schau dich mein Tanzverbot an zum Beispiel. Tanzverbot versucht Beef aufzubauen mit verschiedensten Leuten. Und das läuft. Weil Leute Streit lieben. Die Menschen lieben Streit. Die Menschen sind eine von vornherein unzufriedene Rasse. Wir kommen auf die Welt und sind sofort beleidigt. Wir kommen auf die Welt und sind sofort unzufrieden. Es gibt nur. Ja, Reini, du auch. Du bist auch immer beleidigt. Du bist immer unzufrieden. Und du hast eigentlich nie wirklich gute Laune. Aber du willst uns jetzt erklären, dass du ganz anders bist. Oder wie? Ein paar wenige Menschen, die, glaube ich, während der Geburt oder halt nach der Geburt, nachdem sie geboren wurden, nicht schreien. Das hat aber auch seinen Grund. Normalerweise soll man schreien, weil, ja, das hat seinen Grund medizinisch gesehen. Das könnte ich jetzt auch ausführen, aber das würde den Rahmen des Videos hier sprengen. Ich bin schon auf 11 Minuten. Nö, Reini, soweit ich das mitgekriegt habe, ist das ganz einfach. Das würde jetzt auch nicht lange dauern, das zu erklären. Ich meine, klar, kann sein, dass ich jetzt was vergesse, aber soweit ich jetzt informiert bin, wenn ein Baby nach der Geburt schreit, dann heißt es, dass es atmet. Und das ist schon mal gut. Ich werde mir heute für dieses Video auch 30 Minuten Zeit nehmen. Na, Reini, das Video geht 17 Minuten 20. Das ging ganz knapp daneben. Ich werde jetzt gleich weiterlaufen. Dafür muss ich die Kamera kurz anstecken, weil wenn es mich hinhaut, möchte ich nicht, dass die Kamera zu Bruch geht. Das würde ich gerne sehen, tatsächlich. Obwohl, wir würden es wahrscheinlich bis zu mir hier hoch in den hohen Norden spüren. Ich glaube, in Berlin würden sogar noch einige Häuser zusammenfallen. Alles weiter südlich wäre, glaube ich, nicht mehr bewohnbar. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ich muss jetzt darüber. In der Hoffnung, dass ich nicht wegrutsche. Aber ich habe eigentlich soweit ganz guten Grip an meinen Füßen. So, perfekt. Schöner Baum. Wow. Ja, Reini, wenn du auf scheiß Boden läufst, ne, dann bringt dir auch der beste Grip an den Schuhen nichts. Grip? Schönes Wort. Gefällt mir. Wenn du zum Beispiel auf Modder läufst irgendwie so und dich haut's dann weg,
Da kannst du sonst wie ein gutes Profil haben. Wenn der Boden wegrutscht, dann rutscht er weg. Das ist dann einfach so. Und gerade bei deinem Gewicht passiert sowas doch eher schneller. Ist das geil, oder? Wir machen jetzt ein Thumbnail hier. Oh Gott. Aber schaut euch mal an, wie schlank er da noch war. So machen. Dann kann ich das Logo hinmachen. So. Ich mache auch kaum noch Thumbnails für meine Vlogs. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Das liegt aber in erster Linie daran, dass ich mir denke, für meine Vlogs brauche ich keine Thumbnails machen. Meine Thumbnails sind teilweise stundenlange Arbeit. Und das ist so eine Sache. Ich möchte mir keine stundenlange Arbeit für ein Thumbnail machen. Oder zumindest eine Stunde. Also für meine Vlogs brauche ich bloß ungefähr eine Stunde. Aber trotzdem, mich nervt das. Und ich mag die Thumbnails nicht. Hier nochmal ganz korrekt gesagt. Früher brauchte ich lange, weil ich erst Material suchen. Heute 10 bis 20 Minuten fertig. Reini, ich verstehe absolut nichts. Für meine Vlogs, weil, ich weiß nicht, es gefällt mir eben einfach nicht. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Im Großen und Ganzen habe ich meine Pause, also viele haben ja gemeint, da waren ja wieder Gerüchte im Umlauf, ist ja normal, ne? Bevor er weiterredet, ne, wenigstens ist er hier ehrlich. Dass er sagt, ich habe keinen Bock, Thumbnails zu machen. Wenigstens ist er hier so ehrlich. Ich mache meine Woche Pause mit meinen Streams, mit meinen Vlogs, allem. Wobei ich sagen muss, die Streams haben nicht ganz eine Woche durchgehalten. Da habe ich am, ich denke immer Mittwoch, Donnerstag. Ich habe Donnerstag, Freitag und Samstag jetzt gestreamt. Die Vlogs machen mir schon Spaß. Ich bin total gerne draußen. In der frischen Luft, in der frischen Natur. Frischen Natur? Egal. Ich bin gerne draußen, bin gerne unterwegs. Ich mache gerne meine Vlogs und alles. Habe auch gemerkt, wenn ich das ein paar Tage nicht mache, dass es mich echt ankotzt. Ich wiege ungefähr 140, 150 Kilo. Bin über 1,90 groß. Müsste erst mal hinkriegen. Ich möchte eigentlich Reini, du bist keine 1,90 groß und du wiegst auch keine 140 Kilo. Sondern ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt schon so 150 bis 160, so ungefähr. So schätze ich ihn da auf jeden Fall noch ein. Suchen, gesünder zu leben, mache ich aber nicht. Na, er hat es hier schon angekündigt, aber ne, wir wissen alle, wie es endet. Und Reini, ab diesem Zeitpunkt hattest du noch einen Weg zurück. Den hast du jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil jetzt hast du so ziemlich jede Brücke zurück irgendwie abgerissen. Aber auch daran, dass ich keine Lust habe, alleine zu laufen, alleine Sport zu machen. Die Kamera hilft mir zum Beispiel dafür, dass ich mich nicht so alleine fühle. Vögel? Reini, du hattest doch mal so Videos gemacht, Drache auf dem Radl oder so, oder deine Sportvideos. Ich meine, klar, das war einfach nur utopisch, es war einfach nur verdammt albern. Aber ich halte ihm damals zugute, er hat sich körperlich irgendwie ertüchtigt. Er hat zumindest was gemacht und ich finde, das sollte man ihm dann auch positiv anrechnen, dass er da zumindest was gemacht hat. Inwiefern das jetzt gut ist oder nicht, was er da gemacht hat, so von der Übungsqualität und so, ist, finde ich, erstmal zweitrangig. Für mich geht es erstmal darum, er hat erstmal was gemacht. Die Qualität, die wird dann schon irgendwie kommen, wenn er es mal weitergemacht hätte. Aber nee, es gab ja nur 2 oder 3 Folgen davon. Die Vögel gerade. Bist du witzig? Och Rainer, hör auf. Ich hab's vorhin schon mal gesagt. Nö, bin ich nicht. Ich weiß. Ist schon gut. Im Prinzip habe ich jetzt schon fast 12 Minuten oder 13 Minuten rumgelabert, was ich von der Situation auf YouTube halte. Ich weiß auch. Und hast eigentlich 0 Inhalt rübergebracht. Nicht, wie ich es schneide. Viele Mängel an mir immer rum. Du sagst alles 1000 Mal. Es folgt der geilste Erschreckmoment ever. Na, jetzt bin ich gespannt. Was war das denn gerade? Ist erschrocken. Er will uns was zeigen, aber ich finde es nicht. Ja, du Schöner. Und weg ist es. Ich habe absolut nichts gesehen. Absolut nicht. Gehen wir nochmal zurück. So.
Das war der falsche Knopf. Technikkrähe. Was soll denn da sein? Also ich sehe nichts. Ich schließe jetzt einfach mal aus dem Titel, dass es ein Eichhörnchen sein soll. Aber ich sehe da absolut nichts. Ja, du Schöne. Und weg ist es. Ja, weg ist es, Reini. Das ist ganz lustig. Hast du es gesehen? Voll krass. Nee, ich habe absolut gar nichts gesehen. Ey, Leute, das nenne ich Glück, Mann. Das nenne ich voll das Glück. Wisst ihr? Du bist in einem Wald und da ist ein Eichhörnchen. Stark, Reini. Echt stark. Wie selten das ist, dass man Eichhörnchen sieht? Das ist schon das zweite jetzt innerhalb von 3 Wochen. Krass. Oder ich bin einfach zu selten draußen. Habe ich da einen Fleck auf der Kamera? Ja, ein Fettfleck. Nö, ist mein Kopf, Leute. Wie recht er damit hat. Aber ja, Reini, du bist auch zu wenig draußen. Du hast jetzt gesagt, das ist jetzt das zweite Eichhörnchen innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen oder so. Ich glaube aber auch, Reini war zu diesem Zeitpunkt erst das zweite Mal seit 3 Wochen draußen. Wie gesagt, ich nenne das echtes Glück. Voll krass. Rennt hier einfach mal ein Eichhörnchen her. Bin voll erschrocken. Auf einmal, kommt was angeheizt. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Vor allem, man muss immer aufpassen, ne? Im Wald. Ja, Reini, ne? Der ganze Boden hat gebebt, ne? Von einem Eichhörnchen nach, erzähl's doch sonst wem. Unterwegs seid und euch begegnet irgendwas. Ein Tier, wild, was auf euch zukommt, rennt. Im Normalfall ist immer die beste Möglichkeit, weil Tiere gehen nicht auf euch zu. Die gehen eher von euch weg. Wenn die euch irgendwo hier, wenn die mich jetzt hier rumstapfen hören, die hauen ab, normalerweise. Wenn sie auf euch zukommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Tollwut haben, bei, ich weiß nicht, 80-90%. Tollwut ist jetzt nichts, was so extrem oft publiziert wird oder wo oft drüber geredet wird. Als ich klein war, gab es da mal eine ewige Doku und alles. Und da hat die ganze Welt mal drüber gesprochen, aber bloß... Ich muss an dieser Stelle mal sagen, Reini, also... Dieser Tipp, der ist tatsächlich ganz gut, also... Das stimmt tatsächlich, was er da sagt, sofern ich jetzt hier auch richtig informiert bin, ne? Aber das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Dass Tiere, die auf einen zugehen, dass die häufig Tollwut haben. Oder sie greifen euch an. Gerade bei Wildschweinen ist das gefährlich. Wenn die auf euch zulaufen, ne, dann lauft lieber noch mal ein bisschen schneller. Mal für eine Woche oder zwei, dann war es das wieder. Trotzdem ist es eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Also immer aufpassen. Wenn ihr euch fragt, warum ich mich immer umdrehe, ich schaue, ob mir jemand nachläuft, weil das schaut immer komisch aus, wenn ich in die Kamera laber. Und ich will nicht zufällig jemanden drauf haben. Viele haben es bestimmt schon gemerkt. Ja, Reini, ne? Jetzt willst du hier niemanden liegen, ne? Aber, ne, wir wissen alle, was so kommen wird, ne? Ich habe die Hater-Tagebuch gelöscht. Hat auch seinen Grund, den ich aber jetzt hier nicht unbedingt angeben möchte. Was hast du gelöscht, Reini? Ich hab's nicht verstanden, tut mir leid. Es hat nichts damit zu tun, dass sie gemeldet wurden. Wenn das jemand raus hätte löschen können, wären die nach 2 Tagen draußen gewesen. Weil ich hatte nach 2 Tagen mehrfach die Angaben, ne, das muss gelöscht werden. Ja, und ich habe dann beide einfach auf einen Schlag gelöscht. Und die Playlist auch. Korrekte Aussage müsste lauten, ich habe sie gelöscht, weil ich wollte, nicht weil ich gezwungen wurde. Gab keinen Strike oder so. Wow. Oh je, oh je. Reiners Deutschlehrer wird sich im Grab umdrehen. Ich habe das komplett rausgehauen. Und... weil ich es kommen sehe. Ja, ich weiß, ich lüge. Ich glaube, ich werde jetzt auch langsam wieder zurückgehen. Ich will nicht so weit laufen heute. Ja, Reini, ich glaube auch, du lügst. Ich laufe noch bis zur Kurve und dann laufe ich wieder zurück. Nun gut, da kommt jetzt ein Fahrradfahrer. Ich wollte den Part aber jetzt sowieso zu beenden. Na, das ist doch gut, Reini, ne? Aber du laberst noch 2 Minuten, also machst du sicherlich noch kein Ende. Vielleicht mache ich zu Hause noch was weiter, wenn ich jetzt nicht ganz den Sinn erklärt habe, was ich wollte. Gut, ich wollte mir 30 Minuten für das Video nehmen, soweit... Da ist er wieder. ...sind wir jetzt nicht, soweit brauche ich auch nicht, aber ich habe jetzt da ganz schön viel Schnitt gemacht. Hier kurz die Sache, leider, das mit dem Eichhörnchen haben wir jetzt schon das zweite Mal gehabt. Jetzt möchte ich mal kurz darauf eingehen. Man kann mit dieser Kamera leider nicht zoomen, ja.
Die Kamera ist schön für Vlogs. Die ist nicht sonderlich groß. Die ist schön leicht. Die kann ich locker so in die Hand nehmen. Kann damit vloggen. Hallo. Aber sie hat keine Zoom-Funktion. Sie hat eine Zoom-Funktion. Die kann ich aber während ich filme nicht machen. Wollt ihr ein Video extra über meine Vlog-Kamera? Link zu meiner Cam übrigens in der Beschreibung. Ach nee, Reini, ich will diese Kamera nicht haben. Und das Video, das kannst du auch stecken lassen. Gut, was die Kreise angeht und so weiter, ich persönlich halte die ganze Sache für Unsinn und Quatsch. Ich habe jetzt heute auch mal einen Kreis verwendet, aber wann habe ich das jemals vorher verwendet? Ich habe nie vorher einen Kreis verwendet. Auch auf meinem Thumbnail ist keins, obwohl es eigentlich die mache. Hätte ich eine bessere Funktion, deswegen habe ich auch das mit der Kamera gemeint. Was war das denn gerade? War das ein Minischlaganfall oder war? Hätte ich ein besseres Bild von dem Eichhörnchen, hätte ich zum Beispiel so machen können, dass ich das Stückchen vom Eichhörnchen ausschneide und versuche, das an den anderen Baum, an dem ich das Thumbnail jetzt gemacht habe, zu schneiden. Dass es quasi aussieht, als würde es an dem Baum hängen, wo ich quasi dran bin. Und dann halt auf der linken Seite so noch mein Logo und dann halt noch ein Kreis um das Eichhörnchen und einen Pfeil drauf richten. Das könnte ich schon machen. Nee, könntest du nicht, Reini. Also, ich stell mir gerade vor meinem geistigen Auge vor, wie du das versuchst. Einfach nur utopisch. In dem Fall haut's nicht hin, mit dem Eichhörnchen, aber auch mit dem Kreisen und so weiter halte ich für Quatsch. Und das war's eigentlich auch soweit dann von mir. Gut, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, bis dahin, euer Drachenlord, haut rein, tschö tschö. Ja, jetzt kommt die Nummer Schrift. PS, nochmal ein kleines Thema für den Dragon Monday. Und die Frage, ob ihr nochmal ein genaues Video zu dem Thema meine Meinung zu aktuellen YouTube-Lage wollt. Ach Gott. Vergessen wir es. Nee. Nee, wollen wir nicht haben. Ich schau mal eben auf die Uhr. Wie lange haben wir denn schon? Wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde. Ein bisschen mehr, glaube ich. Ich würde sagen, ein Video, das geben wir uns noch. Das passt noch prima in meinen Zeitplan rein. Wir machen weiter. Reini hat vorhin gesagt, dass er irgendwas mit einem Hater-Tagebuch gelöscht hat. Ich habe das betreffende Video jetzt tatsächlich gefunden. Draches Hater-Tagebuch, Hashtag 1, ein Samstag am Grillen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich habe auch mal geguckt, ob ich das zweite noch finde, weil ich glaube, Reini hat ja gesagt, dass er da mehrere von hatte. Habe ich aber nicht gefunden. Deswegen, wenn ihr da wisst, ob es überhaupt ein zweites Video davon gab oder so, ne, schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich mich danach wohl mal explizit auf die Suche begeben. Aber ich würde sagen, für heute muss uns dann Part 1 wohl reichen. Metal Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachen. Mädel Reini, na? Ist ja noch gar nicht so lange her. Heute ein Format, das nur vorübergehend sein wird, das auf meinem Blogkanal hochgeladen wird. Und hoffentlich als Abschreckung dient. Ich habe hier ein paar verschiedene Typen aufgenommen, die hier groß ein bisschen rumgelabert haben, mich hier ein bisschen mich genervt haben, wo hier einfach mal wieder aufgetaucht sind, ohne Erlaubnis, ohne irgendwas. Und die halt hier jetzt mal wieder auf die Hose machen wollten. Als kleines Aperitif habe ich sogar einen kleinen Berühmten dabei, dass die Hater wahrscheinlich gleich abfeiern werden. Ich persönlich muss abkotzen, wenn ich in seine Hackfresse sehe, aber Reini, ich persönlich muss abkotzen, wenn ich in deine hässliche Hackfresse sehe, ne? Aber gut, Geschmack ist ja jedem das seine. Ja, gut. Dieses Format wird nur so lange da sein, solange ich noch hier lebe. Weil wenn ich dann woanders wohne, dann wird dieses Format natürlich erst einmal eingestampft, weil das dann hoffentlich nicht mehr der Fall sein wird. Damals hatte er schon die Pläne umzuziehen, beziehungsweise die Schanze zu verscherbeln. Es soll wie gesagt auch als Abschreckung dienen, nicht irgendwie als Promotung, weil die meisten der Hater und die meisten der Typen, die hier nur rumhaten und nur Scheiße bauen, die sind natürlich froh darüber, dass sie anonym sind. Gut, das erste war direkt nach meinem... Ne, Reini, die freuen sich einfach nur, dass sie dich triggern können. ...im Vlog, ich habe ja gevloggt, da war es tatsächlich ja so, dass ich nach meinem Vlog direkt ein paar Typen dabei hatte, die hier aufgetaucht sind und hier gleich mal wieder auf die Kacke hauen wollten. Leider, und davon habe ich sogar ein Bild auf Twitter gepostet, habe ich das Ganze mit dieser Kamera hier gepostet. Ich habe es jetzt auch nicht so, ich habe es jetzt auch ein bisschen verschwommen, das Ganze, damit man es dann nicht hundertprozentig sieht. Hier erkennt man es jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil ich nicht so weit hinzoomen kann. Schaut es euch einfach mal selbst an.
Na gut, Reini, da muss ich wenigstens nicht zensieren. So, und solche... Reini, warum beschwerst du dich denn jetzt? Die stehen doch da einfach nur. Was ich da jetzt sehe, das sind zwei Typen, die stehen da in deiner Einfahrt. Da sehe ich jetzt erstmal noch nichts Verwerfliches dran. Ne? Typen wollen mich haten. Alles klar. So, die Nummer 2. Die Nummer 2 war am Ende vom Grillen. Also ich war mit dem Grillen soweit fertig. Dann sehe ich da oben im Wald ein paar Typen rumeiern. Habe ich mein ganzes Zeug weg. Habe alles ausgemacht. Mein Grill ausgemacht und so weiter. Wasser drüber gekippt und so weiter. Und dann bin ich... Hast du das Wasser aus deinem Bein genommen? Ein bisschen laufen gegangen. Wollte mal so im Wald schauen, ein bisschen an mich umgucken. Und da sind doch tatsächlich ein paar Typen am Eingang vom Dorf gestanden, die schon, als sie mich von Fanning gesehen haben, umgedreht haben und abgehauen sind. Feiglinge. Nö, Reinhard, die haben einfach nur gesehen, was da für ein ungepflegter Dulli langkommt. Und vielleicht waren das ja auch Leute, die dich gar nicht kennen und die einfach gesagt haben, nee, bevor ich es jetzt riskiere, mir eine Giftgasvergiftung einzufangen, indem ich seine Ausdünstung einatme, drehe ich lieber um. Wie auch immer, ich bin dann hoch in den Wald, habe mich um die gar nicht gekümmert, ja, und die sind mir dann hinterhergelaufen oder wollten mir hinterherlaufen. Lass mich raten, weil du so abgöttisch schnell warst, sind sie nicht hinterhergekommen. Ja gut, letzten Endes müsst ihr euch bei denen, die jetzt gleich kommen, bedanken, denn nur durch die bin ich jetzt auf die Idee gekommen, wirklich dieses Format wirklich mal zu machen. Die haben aber schnell Schiss gehabt. Reini, ich höre hier gar nichts rennen, ich höre dich eher schnaufen. Hallo Reinhard. Wollt ihr jetzt hier Ringelpups spielen oder was? Natürlich, Reiner wieder bewaffnet mit irgendeinem Knüppel. Ist ja klar. Blöd gelaufen, wa? Gut, dann sind wir fast schon durch. Die vorletzten, das sind jetzt noch ein paar Typen, die jetzt gerade so am Abend noch aufgetaucht sind und hier ein bisschen rumpöbeln wollten, die jetzt auch gerade noch gemeint haben, ja, wir wollten nur gucken, es ist mir scheißegal, hört auf mich zu belästigen. Ihr seid auch dabei. Herzlichen Glückwunsch. Zu spät. Gut, und die letzten, das ist... Reini, du filmst einfach wieder irgendwelche Leute auf der Straße. Ich meine, dein Glück, dass man die jetzt nicht wirklich gut erkennt, ne? Aber die machen doch nichts. Hättest du da jetzt mal wenigstens einen drauf gehabt, der wirklich mal einen Stein geschmissen hat oder so? Dann wäre das sowas, da könnte man sagen, ja gut, ne? Da ist einer, der wirft mit dem Stein auf dein Haus. Das ist nicht in Ordnung. Aber so, du hast halt nur Leute da, die einfach nur da stehen. Das machst du ja auch immer. Sobald mal irgendwas angeblich passiert sein soll, ne, hast du keine Aufnahme. Aber wenn jemand nur vor deinem Tor steht, da hast du auf einmal eine Aufnahme. Ist der gute Herr Berndian mit irgendjemand anderem, also die berühmtere Person oder etwas bekanntere Person. Hat eine gewisse Ähnlichkeit. Wir haben uns das Video ja angeguckt, falls ihr es noch nicht getan habt, ne, weil der YouTube-Algorithmus mich so ein bisschen hasst, ne? Dann empfehle ich euch dieses Video bzw. diese beiden Videos nochmal herzlichst. Es ist zumindest eine gewisse Ähnlichkeit da. Ich kann jetzt aber auch aufgrund der Auflösung nicht genau sagen, ob er das jetzt ist oder ob er das nicht ist. Hey Junge, weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ja. Du rufst die Polizei an, du wartest, bis die Polizei kommt und klärst du das mit denen. Mit mich geht es an den Scheißdreck an. Du hast aber einen Wisch. Das ist mir scheißegal, was ich habe. Mich geht das Ganze nichts mehr an und zwar. Von der Stimme, es kommt ungefähr hin. Ab dem Zeitpunkt, ab dem du versucht hast, mich zu verarschen mit einem Laptop, auf dem eine Spyware war. Kurzum, da war keine Spyware drauf, Junge. Du glaubst doch nicht, dass ich mich mit Computer überhaupt nicht auskenne, Alter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Haut rein, Metal on. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und hey. Halte ich für gelogen, denn das Video geht noch 1,5 Minuten. Hey, da tut mir einen Gefallen. Und lasst es. Oder ihr steht in Zukunft selbst auf dem Pranger. Ciao. Hallo? Passiert hier noch irgendwas?
Ja, er kommt hier gleich nochmal, deswegen einmal fix vorspulen und... Für die Leute, die jetzt immer noch zuschauen. Ja, Reini, mich trickst du nicht aus. Man sagt immer, ich habe eigentlich immer gesagt, ich will sowas nicht machen. Das ist auch richtig, ich will das nicht machen. Ja, Reini, was willst du denn nicht machen? Leute veröffentlichen oder was? Ich sag mal so, das wirst du noch sehr häufig tun. Es wird sogar mal eine Zeit kommen, wo du über 100 Telefonnummern auf Telegram veröffentlichst. Aber ich sehe momentan keine andere Lösung mehr. Man sagt ja auch, der Krug geht zum Brunnen nur so lange, bis er bricht. So ist es auch. Ja, Reini, das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass du einfach nur irgendwelche Leute liegst. Die einfachere Lösung wäre es gewesen, dass du deinen Kanal einfach löscht. Das wäre einfacher gewesen. Ich habe die Schnauze voll davon, dass die Typen hier meinen, die können mich so oft ins Internet stellen, wie sie wollen, ja? Reini, du stellst dich selber ins Internet, also verarsch mich nicht. Sind davon, dass sie jetzt dann wahrscheinlich eh Pech damit haben. Warum Pech? Sorry, ist noch eine geheime Info. Will ich wissen, was da noch kommt, oder will ich's nicht? Und tut mir den Gefallen und haltet mir jetzt keine Moralpredigten, denn ich sehe keinen anderen Ausweg mehr, ja? Mir hilft keiner, ich muss alle... Ja, Moralpredigten bei ihm sind erstens Hate, sind ganz böses Hate und ganz, ganz böses Mobbing. Also das ist ja wirklich schon fast ein Verbrechen an der Menschheit selber, wenn man ihm versucht, eine Moralpredigt zu halten. Er versteht es ja sowieso nicht, also mal davon abgesehen. Mit allem alleine fertig werden... Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, was ich hier tue oder wie ich es tue, dann braucht ich ja auch einfach nicht zuschauen. Genau das ist nämlich der Punkt, den die Hater nicht verstehen. Man braucht hier nicht zuschauen, ich zwinge niemanden. Haut rein, euer Drache. Ciao. Na, endlich ist das vorbei. Mal kurz auf den Tacho geschaut, ich glaube, einer geht noch. Einen können wir uns noch antun. Was war das denn? Ich bin gerade abgerutscht, tut mir leid. Aber das Video, was mir jetzt hier, ich sag mal, mehr oder weniger der Zufall beschert hat, gefällt mir doch irgendwie. Also, man sieht schon mal Reiner mit kleiner Mund, bester Mund, ne? Ich würde sagen, schauen wir uns trotzdem an. Das Video heißt Unzensierte Wahrheit. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt kommt. So, Leute, das ist immer seit Ewigkeiten wieder hier draußen mit... Wie gelb die Schanze da noch war. Also da sah sie ja noch wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, schön aus. Gronkh und einem Grill. Wurde mal Zeit, dass mal wieder längst mal wieder Zeit geworden, dass ich mal wieder grill, ey. Wetter ist heute nicht so schön. Ich meine hier überall dunkle Wolken. Also ich sag mal so, ich mag dieses Wetter. Wenn es so dunkel bewölkt ist, aber nicht regnet, noch dazu, ich sag mal so ein bisschen wärmer. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Das finde ich sehr schönes Wetter. Aber ja, muss ja auch mal sein, ne? Ist ja auch egal. Ja, wirklich viel zu sagen gibt es eigentlich nicht. Warum nimmst du dann ein Video auf, wenn es nicht viel zu sagen gibt? Das Video von neulich habe ich beschlossen, dass ich den zweiten Teil nochmal wirklich groß veröffentliche, wo es dann quasi um die Jugend gegangen wäre, beziehungsweise... wo man dann quasi über die Jugend spricht, wo ich dann gesagt habe, ja, unsere Jugend war so und so. Die heutige Jugend, um es halt einmal so zu sagen, die heutige Jugend ist eigentlich mittlerweile, ich hocke wie gesagt draußen, also in der Bunde, wenn ihr die Hintergrundgeräusche hört, die heutige Jugend ist einfach viel zu schnell im Internet, hat viel zu viel und viel zu schnell mit dem Internet zu tun. Reini, nur weil du als Jugendlicher nicht ins Internet gekommen bist und das heutzutage ein bisschen anders aussieht, es ist halt anders. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt besser, es ist vielleicht auch nicht unbedingt schlechter. Das Leben verändert sich halt. Und genauso verändert sich halt auch die Jugend. Halte ich ein bisschen für schade. Auto wird gefilmt, ne? Paranoia hoch 10. Hater auch schon wieder am Vorbeifahren, was soll's? Reiner, das war ein rotes Auto, was an deinem Haus vorbeigefahren ist. Und das ist jetzt auf einmal ein Hater, oder was? Der war damals schon so komplett fertig mit den Nerven. Also ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dem nicht. Um den muss sich, glaube ich, mal ein Professioneller kümmern. Ich soll vielleicht mal mein Zeug rumdrehen. Boah, ich
sag euch, ich liebe es zu grillen. Das riecht so mega awesome. Das ist nur ein sehr kleiner Grill. Den habe ich jetzt auch... Den du nebenbei falsch rum zusammengebaut hast. Schon seit 4 Jahren, glaube ich. Aber das macht überhaupt nichts, ja. Den habe ich jetzt seit 4 Jahren und der tut seinen Zweck. Man kriegt 2 Steaks drauf, man kriegt ein Päckchen 10er Würstchen drauf. Also haben wir auf jeden Fall, denke ich, genug Platz dafür. Nachher haue ich noch das Knoblauchbrot drauf. Das war jetzt eingefroren, ist jetzt aber schon fast wieder durchgetrocknet, wie es ausschaut. Oder halt nicht durchgetrocknet, sondern durchgetaut. Der hat damals schon für eine Großfamilie gefressen. Der hat damals schon wirklich ganze Einkaufsläden leer gefressen. Ja, und ich warte jetzt im Prinzip nur noch drauf, dass meine Steaks fertig werden, dass ich Gronkh weiter gucke. Und was die Jugend von heute angeht, was soll ich dazu groß sagen? Die Jugend von heute hat zu schnell zu viel Internet. Das hast du schon mal gesagt, Reini, komm bitte zum Punkt. Und man sieht schnell, dass das ein Fehler ist, dass das ein Problem ist. Woran sieht man das? Ich meine, viele derjenigen, die mich hier verarschen, ja, die sind alle noch minderjährig, die sind alle noch so um die 16 bis 18. Mit 18 ist man nicht mehr minderjährig, Reini. Aber ich glaube halt auch nicht, dass der Großteil der Hater damals zwischen 16 und 18 waren. Ich glaube halt auch, das war so ähnlich wie heute, dass die so vielleicht so in diesem Alter anfangen, aber dass es dann doch halt eher so in die 20er, 30er, vielleicht sogar auch 40er Schiene geht. Alles noch Kinder, ja. Ein Teil von denen sind um die 20, 25. Ein Teil von denen sind um die 20, 22. Das sind alles noch Kinder, die den Ernst der Lage und den Ernst der Sache noch nicht begreifen. Ich meine, die kommen hierher und machen Teil. Reini, ein normaler 20-Jähriger hat mehr Lebenserfahrung als du. Also komm mir jetzt nicht mit, ja, das ist ja noch ein Kind. Reini, im Vergleich zu dem bist du das Kind. Denn du bist tatsächlich der älteste 12-Jährige, den ich je gesehen habe. Teilweise Sachen, die wirklich Straftaten sind. Und ich bin jetzt auch kein Engelchen im Internet. Das ist richtig, Reini. Schande, wer es behauptet. Aber dennoch, das ist nicht so ganz witzig. Ich werde das Video hier nicht so lange machen. Ich werde das Video jetzt dann auch auf den Rechner ziehen. Dann muss ich mein Kabel innen holen. Werde ich dann jetzt auf den Rechner ziehen und dann hier auch schnell schneiden. Wenn ich hier außen sitze, livestreamen werde ich jetzt heute nicht. Reini, was schneidest du denn da? Ich habe noch nicht einen Schnitt gesehen. Livestreamen werde ich jetzt heute hier nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich, naja, ich weiß nicht. Ich kann schon mal hier außen streamen, aber ich weiß nicht, es kann jeden Moment so weit sein, dass ich den Rechner ausmachen muss und reingehen muss, weil es halt anfängt zu regnen. Deswegen muss ich halt echt gucken, weil wie gesagt, das Wetter ist echt nicht so besonders schön. Muss ich mal gucken. Gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, haut rein und dann habt ihr wenigstens heute einen kleinen Samstagsvlog. Bis dahin, euer Drache. Ja, schön. Haben wir das Video auch geschafft? Finde ich gut und ich würde sagen, an der Stelle ist Zeit für einen wohlverdienten Feierabend, oder? Ja, dann sind wir ja schon am Ende, ne? Vielen Dank an wirklich jeden, der eingeschaltet hat, der mit dabei war, der jetzt bis zum Schluss hier gemeinsam mit mir durchgehalten hat. Wer auch es schafft, den Reini zu ertragen, ne? Ganz viel Liebe geht an euch raus, auf jeden Fall. Ich bringe trotzdem nochmal den Aufruf, ne? Schreibt mir gerne einen netten Kommentar, irgendwas, was euch einfällt zu dem Video oder ob ihr das Eichhörnchen gesehen habt, denn ich habe es wirklich nicht gesehen. Gebt dem Video gerne ein Like, freue ich mich drüber. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ne, dürft ihr auch gerne diesen Kanal kostenfrei abonnieren, das kostet euch nichts. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann hört ihr vielleicht sogar auch, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe tatsächlich Feedback bekommen, dass das tatsächlich hilft, dass man angezeigt bekommt, dass ich ein Video hochgeladen habe. War ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Deswegen, ich will auch gar nicht groß ewig weiter eure Zeit stehlen. Ne? Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ne? Macht's gut. Und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, Leute, ne? Tut nichts, was der Reiner tut. Medal of.